Ja, schönen guten Morgen, liebe Rasenfreaks. Wir sind hier zweiten Tag Demopark Eisenach. Coole Sache, alle zwei Jahre findet der Demopark hier statt. Das ist die Gartengerätemesse schlechthin. Alle sind sie da, alle Hersteller von den unglaublichsten Gartengeräten. Ja, und wir sind wieder live dabei. Es gibt wieder schöne Videos heute. Bleibt dran! Völkerwanderung, Völkerwanderung zum Demopark. Unglaublich hier. Unzählige Menschen auf dem Weg zum Demopark. Und wir sind wieder live dabei. Wir stehen jetzt hier auf dem Testgelände vom Demopark. Hier sind jetzt verschiedene Rasensorten angemischt. Und hier versucht man also durch Kreuzung zwei verschiedener Grassorten herauszufinden, wie gut korrespondieren die Gräser miteinander. Und jetzt gucken wir uns das mal an, wie das hier aussieht, wie die unterschiedlichen Gräser hier sichtbar sind. So, das ist hier das breite Gras, das ist die Festuca arundinacea, und das feine Gras daneben, das ist die Poa pratensis. So sieht das aus. Ich hoffe, man kann hier überhaupt irgendwas sehen. Arundinacea, 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 Festuca arundinacea. Das ist das Gras, was hier einmal mit der Lonium perenne und dann mit der Poa pratensis in Kombination ausgesät wurde. Die Festuca arundinacea gibt ein sehr breitblättriges Gras, das unglaublich trockenverträglich ist. Mir wurde gesagt hier von Dr. Lung, auch von Experten im Rasenbereich, mir wurde gesagt, dass dieses Gras nicht gewässert werden muss. In den südlichen Ländern wird Barracuda-Gras gepflanzt. Barracuda-Gras ist ein hitze- und trockenverträgliches Gras. Was ist der große Nachteil der Südgräser? Die Südgräser werden im Winter total braun. Die verlieren komplett ihre grüne Farbe. Und deswegen sind die natürlich nicht für unsere nördlichen Regionen geeignet. Dann ist überall der Rasen braun. Das will man ja auch im Winter eigentlich haben. Und hier versucht man also eine Mischung aus den typischen Kaltregionen-Gräsern und aus dem Warmregionen-Gras. Diese Festuca, hab ich vergessen, der Rohrschwingel, der soll tatsächlich auch diese Südgräser-Eigenschaften haben. Ja. Total cool. Was man hier alles lernt, das glaubt man überhaupt nicht. Jeder Rasenfreak muss hierher. Das ist ein sogenannter Pufferzylinder. Diese Zylinder werden in den Boden eingetrieben, 5 cm tief. Sie werden mit Wasser gefüllt, mehr oder weniger. Und dann wird nach einer gewissen Sättigungsphase wird die Zeit gemessen, bis 25 mm Wassersäule versickert sind. Das habe ich mir relativ einfach markiert, halt weiß, rot, weiß, grün und man kommt noch blau, glaube ich, irgendwo zwischendrin und dann nochmal rot, um das auch von Entfernung sehen zu können, wie schnell läuft so ein Zylinder. Und ich kann dann bis zu 4 Zylinder gleichzeitig auf dem Spielfeld beobachten, kann also da relativ schnell eine Wasserdurchlässigkeit messen. Andere Möglichkeit wäre, nicht mit so einem Schwimmer zu arbeiten, sondern einfach einen Zollstock reinzuklemmen, in den Rand reinklemmen und dann zu gucken, von mir aus läuft eine halbe Stunde und dann kann ich einfach ablesen, wie viel Millimeter gleich Liter pro Quadratmeter sind in der Zeit versickert. Mindestanforderung oder Sollanforderung, muss ich sagen, in den Fußballstadien 60 mm pro Stunde. Das ist so die Mindestanforderung auch für einen neuen Sportplatz auf dem platten Land, also für Amateurfußballplätze, aber wir sagen, im Profifußball muss eben auch oder soll zumindest diese Mindestanforderung für einen neuen Fußballplatz erfüllt sein, damit einfach der Spielbetrieb weitergehen kann, auch wenn es mal stärker regnet. Muss ist mindestens 30 mm. Also wenn es unter 30 mm ist, dann müssen die Alarmglocken beim Greenkeeper schrillen und dann muss er entsprechend Maßnahmen ergreifen, Lockerungen, erifizieren, irgendwas machen, um die Wasserdurchlässigkeit wieder nach oben zu bringen. Und dann kann er seine Arbeit, das Ergebnis seiner Arbeit eben wieder überprüfen. So würde ich es jedenfalls machen. So machen das die Kollegen und Kolleginnen in den Stadien auch. Sie gucken dann einfach, was hat das jetzt gebracht. Ich habe die Gelegenheit, hier mal den Elite Elektro mehr anzuschauen.
Also ein batteriebetriebener, ein akkubetriebener Rasenmäher. Ich hatte ja letztens gerade den Swartman Elektra mal getestet und jetzt bin ich hier auf der Messe und sehe zum ersten Mal live den Alet in der, was hat er, 43, sind 43 cm Schnittbreite, 17 Zoll. Breiter gibt es den Mäher leider noch nicht. Ich habe ja einen 20 Zoll Mäher noch von Edco. Heute heißen die ja Alet, die Mäher. 43 cm Akku betrieben. Und mich interessiert vor allen Dingen mal, wir können jetzt hier nicht groß rummähen, aber mich interessiert vor allen Dingen mal, wie er sich anhört, wie laut ist er, wie ist so die Geräuschentwicklung im Vergleich zum Benzinmäher. Das ist super, super, super leise. Das ist der absolute Hammer. Das kann man auch hier schön, ein bisschen windig hier, aber da wird der Nachbar ganz glücklich sein. Sehr schön. Echt cool. Also man sieht schon, er hat die Hände nicht nach hinten ab. Ist klar, wenn ich hier einen Tropfen drauf gebe. Ja. Und wer sieht den Tropfen noch? Wollen Sie morgen noch mal kommen? Ich mache den Deckel zu, dann verdunstet der Tropfen nicht. Weil in den Sand geht er nicht mehr rein. Was ist das für ein Sand? Ist das jetzt ganz normaler? Von der Rasentragschicht. Genau. Okay, mit, also mit Körnungslinie, mit allem. Ja. Ja. Ja? Aber halt wirklich, der geht. Mit Wasser geht da nichts. Das ist egal. Ja? Schaut euch das an! Wenn du erifizierst, ja, und Quarzsand verwendest. Genau. Quarzsand ist hydrophob. Ja, genau. Das heißt, er erzeugt auch Hydrophobie. Ja, es kullert weg sogar. Das war's. Und Runoff vertrocknet alles. Thank you.